Sternzeit 46303,7. Logbuch Commander Jeffrey Wallace, leitender Ingenieur der Solda-Station. Vor wenigen Minuten kam erneut ein Bericht über Grenzaktivitäten der Breen. Das war heute schon der fünfte Bericht und es sieht ganz danach aus, als würden die Breen tatsächlich eine starke Invasionsstreitmacht bereithalten. 19 Kriegsschiffe konnten unsere Geheimdienstler bisher ausmachen und wer weiß, was sonst noch alles auf einen Angriffsbefehl wartet. Wir haben bereits Vorkehrungen getroffen für den Fall einer aggressiven Grenzübertretung. Doch ich werde auf dieser Station verweilen, auch wenn schon alle anderen geflohen sind. Ich werde jedes noch so kleine Detail an unsere Flotte melden, damit unsere Flotte noch letzte Vorkehrungen treffen kann für das erste Gefecht. Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stellaris. Und ja, wir sehen es hier. Mehr oder weniger stehen die Flotten sich schon gegenüber. Das ist das erste Mal, dass wir das tatsächlich wahrnehmen können, dass die Breen eine starke Streitmacht an der Grenze zu uns positioniert haben. Und die Vorfahren Starfleet der Breen jetzt hier zu sehen, hat 1162 Stärkepunkte oder Angriffspunkte oder Kampfpunkte oder wie auch immer man das nennen möchte. Eine wirklich enorme Streitmacht. Wir hingegen haben zwar auch eine, nicht zu unterschätzende Kraft, aber wir wissen natürlich noch nicht hundertprozentig, was an diesem Grenzposten Ciamon hier alles auf uns wartet. Das ist ja nur das, von dem wir bisher wissen. Wir haben ja keine komplette Übersicht, komplette Übersicht über, ja, die kompletten Aktivitäten. Das ist ja nur das, was wir gerade so wahrnehmen können. Und ich glaube, da wartet noch ein bisschen mehr auf uns. Denn diese Flotte besteht nur aus Korvetten, das sehen wir hier oben auch nochmal, verschiedener Klassen, aber mit einem ziemlich starken Angriffswert von 1162, wie ich erwähnt habe. Und wir haben, wenn wir von dieser einzigen Flotte hier ausgehen, tatsächlich die Möglichkeit, diesen Angriff abzuwehren. Aber wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, wir wissen natürlich nicht, was sonst noch alles hier wartet. Vielleicht im Eroaboriria-System, was für ein Name, oder im Mubla-System. Vielleicht sogar ein Ethan-Stela-System. Wir wissen es nicht. Aber okay, die Zeit wird es zeigen. Vielleicht findet ja auch gar kein Angriff statt. Dennoch müssen wir natürlich damit rechnen. Okay, Leute. Kommen wir zur Routine zurück, bevor es eventuell hier zur Sache geht. Als allererstes, wahrscheinlich auch das Wichtigste momentan, unsere erste Expeditionsflotte unter Mahdi Ishaq, unserem Hauptbefehlshaber, der Vereinigten VNE-Raumflotte mit unglaublich starken Schiffen hier, sind jetzt auf dem Weg zurück zur Erde. Sie haben schon vor einigen Wochen den Einsatzbefehl bekommen, den Heimtransit anzutreten. Wir sehen, wo sie sind. Sie werden noch einiges an Reisezeit benötigen. Dann unverändert, obgleich die Situation natürlich auch düster ist, dennoch sind hier immer noch drei unserer Forschungsschiffe unterwegs. Die Water Relay, die USS Noble und die USS Armstrong. Die Water Relay ist hier unten die rechts. Die sind immer noch hier dabei, die einzelnen Systeme zu erforschen, um mögliche Ausdehnungen unsererseits zu erforschen, in welche Richtung sich das lohnen würde. Und wir haben hier tatsächlich ein System gefunden, welches unglaublich wertvoll ist. Die USS Mississippi ist schon auf dem Weg. Hier Epsilon Indy, das ist das System, um welches es sich handelt. Und Leute, schaut euch das an. Ich brauche nichts dazu sagen. Die Werte sprechen Bände. Das ist wirklich ein enorm wertvolles System. Und ich glaube, wir sollten so schnell es geht dieses System für uns gewinnen. Okay, wie gesagt, die USS Mississippi ist schon auf dem Weg. Uns fehlt es leider immer noch an Einfluss. Circa 500 brauchen wir. Also das wird noch eine ganze Zeit dauern, bis wir genug haben. Dann haben wir hier unten, die habe ich jetzt gerade eben nicht erwähnt, die USS Darwin. Die Crew, die schicksalshafter nicht in den Raum reisen konnte. ich glaube, anders kann man das gar nicht ausdrücken. Die haben Enormes geleistet und ja, wir können froh sein, dass sie jetzt wieder auf dem Heimtransit sind. Sie werden auch noch eine ganze Zeit brauchen. Knapp 4 Jahre, bis sie zu Hause sind. Entsatz ist schon auf dem Weg, dass sie quasi die Besatzung der USS Darwin von einem anderen Schiff abgelöst wird, damit die Leute sich hier ausruhen können und nicht noch weiter Dienst betreiben müssen. Dann haben wir hier oben USS Kepler. Ich muss sagen, aufgrund der Situation mit den Breen habe ich die USS Kepler so ein bisschen links liegen lassen.
Ja, und außerdem haben wir da ein weiteres Problem, was ich auch ehrlich gesagt jetzt gerade erst feststelle, nämlich, dass hier die Grenzen der Bittersoit Gardens schon wieder dicht sind. Gibt es hier möglicherweise einen anderen Weg in diese Systeme? Hier ist alles dicht schon wieder. Aber wir könnten hier von den Ena aus. Ja, eine enorme Strecke, die hier wieder zurückgelegt werden muss. Aber naja, gut. Es geht nun mal nicht anders. Versuchen wir es auf diesem Wege. Ja, wir unsere Grenzstreitkräfte, da brauche ich nichts zu erwähnen. Dritte und zweite Raumflotte stehen bereit. Ich sehe gerade, die dritte Raumflotte könnte nochmal verbessert werden. Ja, wir haben in der letzten Folge ja nochmal beim Schiffsdesigner was geändert. Und zwar. Was war denn das? Das war. Muss ja die Kasakov 1D-Klasse sein, wo etwas geändert wurde. Schauen wir mal. Die Punktverteidigung, Plasmawerfer, nur leere Strahl. Hier hat sich definitiv nichts verändert. Da wahrscheinlich auch nicht. Und schauen wir mal, wie ist der Stand der Technologie hier? Moment, wo kann man sich die Schiffe genauer angucken? Das ging doch hier irgendwo. Flottenmanager. Die nehmen wir jetzt mal raus hier. Genau, hier war's. Und zwar alle Korvetten. 1C-Klasse ist das noch. Ah, verstehe. Die haben noch das Gauss-Geschütz, aber eigentlich brauchen sie den Plasmawerfer. Ja, dann sollten wir die Schiffe unbedingt upgraden. Schicken wir sie nochmal nach Hause. Okay, gut, dass wir da nochmal nachgeschaut haben. Hier sind die nächsten drei Korvetten fertig. Die schicken wir jetzt erstmal so dahin. Die werden wir gleich zusammenfassen, die Flotten. Okay. Nur der Hinweis: USS Jordan, unser Konstruktionsschiff, ist jetzt auf dem Weg hier nach Efrippe, um dort ja, die Gasextraktionsanlagen zu bauen. Dauert natürlich auch ein bisschen. Wir sehen hier 3 Jahre noch circa, bis die endlich da sind. Aber man muss sagen, wir haben jetzt so lange drauf gewartet, so eilig haben wir es da jetzt auch nicht. Okay, kommen wir zu unseren Kolonien. Advatir Prime zuerst. Und Leute, falls ihr euch wundert, wir haben jetzt hier über unseren Sternbasen dieses Hufeisen, möchte ich es mal nennen. Wir haben in der letzten Folge ja den Überlicht-Inhibitator entwickelt. Der ist jetzt automatisch auf jeder Station eingebaut worden. Das müssen wir gar nicht nachrüsten. Finde ich ziemlich gut. Das habe ich auch erst gar nicht mitbekommen. Ja, der sorgt einfach dafür, dass Schiffe, die mit Überlichtgeschwindigkeit in unser System reisen, schnellstmöglich gestoppt werden. Und die dann halt nicht mehr mit Überlichtgeschwindigkeit reisen können. So habe ich das Prinzip dieser Anlage, dieses Inhibitators verstanden. Ich hoffe, ich liege da richtig. Wenn ihr da andere Informationen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Gut, jetzt kommen wir aber zur Kolonie selbst. Hier ist sie, Advatir Prime. Dienstleistungen und Wohnungen sehen gut aus. 19 Pops. Der nächste kommt. Ja, das dauert noch ein bisschen. Circa 30 Tage. 30 Monate meine ich. Tage wären schön. Ja, da brauchen wir auch erstmal nichts machen, ne? Gehen wir direkt zum nächsten. Sirius Prime. Auch hier ist noch alles Paletti. Wann kommt hier der nächste Pop? Upsala. Ja, das dauert auch noch. Das dauert ja noch länger als bei Advatir Prime. Okay, gehen wir direkt nach Kodria rüber. Haben wir auch noch freien Arbeitsplatz. Immer noch durch den Industriedistrikt, den wir gebaut haben. Der nächste Pop kommt aber relativ fix. Ja, ich würde mal so sagen, so zwischen 10 und 15 Monaten, dann ist der da. Bisher brauchen wir dann aber da halt auch nichts machen. Südir. Nächster Pop kommt in. Ja, auch relativ fix. Auch so ungefähr selber Zeitraum wie auf Kodria. Und dann müssen wir tatsächlich mal langsam einen Arbeitsplatz schaffen. Und möglicherweise auch Wohnungen. Ja. Schauen wir mal. Wir haben immer noch Konsumgutprobleme. Ich meine, wir sind zwar in einem Plus, aber ja, nur plus eins. Ich glaube, da sollten wir nochmal nachlegen. Und Südir Prime ist auch so ein Planet, der unglaublich schöne Ressourcen hat, die dort abgebaut werden können. Ich glaube, da werden wir dann auch mal gucken.
Und ihr seht es ja auch, qualitativ hochwertige Mineralien. Das wird eine sehr ertragreiche Kolonie. Okay, kommen wir zur Erde. Ja, was soll ich sagen, Leute? Die Erde ist halt erstmal unser größter Planet. Mit dem enormsten, also das Wachstum hier ist unglaublich. 4,13 im Monat. Dennoch haben wir immer noch freie Arbeitsplätze, da brauchen wir nichts machen. Und Wohnungen und Dienstleistungen, ich meine, schaut es euch an. Da brauche ich nichts zu sagen. Das ist Wahnsinn. Okay, sehr, sehr gut. Kommen wir zu Alpha Centauri. Hier ist soweit auch alles gut. Wir schauen nur noch mal kurz, was den Pop angeht. Da kommt gleich tatsächlich ein neuer. Schon im nächsten Monat. Und wir haben keine verfügbaren Jobs mehr. Ich glaube, ja, wir brauchen Industriedistrikte. Schwierig, Leute. Ja, mein Gott. Kommt, wir bauen hier auch nochmal einen Industriedistrikt, oder? Eigentlich sollte das ja eher so ein landwirtschaftlicher und Forschungsplanet werden. Nee, wir haben auf anderen Planeten so viele Möglichkeiten. Das wird uns nicht so schnell das Genick brechen. Wir bauen hier nochmal einen Landwirtschaftsdistrikt. So. Okay. Gut. Damit wären wir durch mit der Routine. Ich würde. Eine Sache habe ich noch vergessen. Wir haben vor kurzem mal das Dschungelentfernen erforscht. Ja, zum Beispiel hier auf Advertier Prime können wir direkt was entfernen. Das würde uns einen Landwirtschaftsdistrikt bringen. Naja, kommt Leute, machen wir es doch einfach. Wir haben die Credits gerade übrig. Auf Sirius gucken wir das auch nochmal ganz fix nach. Oh, hier sind sehr, sehr viele Dschungel. Bergbau, Land, Erz. Landwirtschaft. Ja, das wird uns einiges bringen. Wir werden ja nicht alles machen. Wir fangen jetzt einfach mal hier oben an. Da wird ein weiterer Bergbaudistrikt freigeschaltet. Das finde ich gut. Das machen wir. So, Kodria. Da sind die Ressourcen ja auch schon so krass. Aber haben wir da vielleicht auch noch irgendwas? Nein, da ist nichts. Und hier auf Sydir. Nein, da ist auch kein Dschungel. Und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz auf der Erde, aber ich glaube nicht, dass da Dschungel ist. Nee. Nee. Da ist nichts. Und Alpha Centauri. Hier ist tatsächlich dichter Dschungel. Bergbaudistrikte werden freigespielt. Freigeschaltet. Ja, Leute, das machen wir auch. Okay. Gut, entschuldigt, dass wir das jetzt nochmal eben gemacht haben. Ich wollte das in der letzten Folge schon gemacht haben. Deswegen habe ich jetzt einfach mal kurz nochmal, ja, das nochmal nachgeholt. Okay, ich starte die Spielzeit und schauen wir mal, was in dieser Runde so alles passiert. Wie sieht es eigentlich mit der Gnolem-Leech aus? 212 mittlerweile. Ja, das wird immer noch eine ganze Zeit brauchen, bis sie uns hier irgendwie vertrauen. Moment, sehe ich das gerade richtig, dass die Bren nur einen einzigen Planeten haben? Wir haben sechs. Die Sindi haben 11. Tatsache, die Bren haben nur einen einzigen Planet kolonialisiert? Das ist ja krass. So ein gigantisches Reich und nur von einer Welt aus wird das Ganze gesteuert. Irre. Was haben wir hier? Die Sindhi und die Goa'uld haben jetzt ein Migrationsabkommen. Okay. Können wir mit den Sindhi vielleicht auch noch mal eins ausmachen? Die haben das ja vor nicht allzu langer Zeit gekündigt. Nee, wollen sie nicht. Okay. Föderation brauche ich auch noch nicht fragen. Das wollen die auch noch nicht. Na gut, schade, aber wir können es leider nicht ändern. Was haben wir hier?
ein Friedensangebot. Die Aena und die Free Jaffa Nation haben Frieden geschlossen. Oh, das war aber ein langer Krieg, ne? Von dem haben wir nicht viel mitbekommen. Aber das war ein. Ja, der ging über Jahre. Jahrzehnte, würde ich ja fast behaupten. Was haben wir hier? Vlur. Wir haben im Zollsystem ein extrem mächtiges Subraumwesen angetroffen. Es scheint nicht feindlich gesinnt zu sein und ist sich vielleicht noch nicht einmal unserer konventionellen Raumschiffe bewusst. Doch seine bloße Anwesenheit in Zoll verursacht massive Subraumstörungen. Diese Störungen sind um das Wesen selbst herum konzentriert und sollten verschwinden, sobald es das System verlässt. Das Wesen reagiert auf unsere Kommunikationsversuche nicht, sendet aber kontinuierlich ein komplexes Muster von Tachyon-Impulsen aus, was eine Form von Sprache zu sein scheint. Wenn unsere Übersetzungssoftware korrekt ist, sagt es immer wieder Vlur, sucht Vlur, findet. Ach so, Vlur sucht, Vlur findet. Okay, kann man das sehen? Dieses Wesen? Nee, leider nicht, oder? Nee, kann man leider nicht sehen. Schade, das wäre natürlich jetzt cool gewesen. Aber da wird es bestimmt noch mal ein weiteres Event geben, Leute. Vlur sucht, Vlur findet. System Survey concluded. Sehr gut. Zwei Systeme wurden erkundet. Einmal hier unten das Antax-System. Ja, nicht allzu wertvoll. Wir fliegen mal weiter ins Uskomia-System. Und das Seif-System wurde erkundet. Hier. Ja, ist auch nicht uninteressant. Sollten wir mal im Auge behalten. Dann fliegen wir mal hier ins Hasra-System. Ship upgrades applied. Sehr gut. Unsere dritte Raumflotte wurde abgegradet. Ja, jetzt haben sie. Ne, Moment. Das ging ja hier um die Korvetten. Nanu? Was ist Piranha? Kasakov 1C Klasse. Wo ich den Namen gerade sehe, den ändere ich mal. USS, aber darum ging es ja jetzt gar nicht. Warum? Ach so. Ja, klar. Das ist ja. Nee, das ergibt doch keinen Sinn. Warum kann das Schiff jetzt nicht mit der neuen Waffe ausgestattet werden? Das verstehe ich nicht. Und hier könnten wir auch übrigens mal einen blauen Laser reinbasteln, ne? So, dann haben wir nämlich schon. Nein. Dann haben wir hier nämlich schon die Gepard 1C. So. Können die jetzt nochmal geupgradet werden? Warten wir mal den Monat ab. Nee. Ja, das geht vermutlich so erstmal gar nicht. Sondern da müssen wir den neuen Schiffe dann bauen. Das mit den Upgrades, ich kann mir vorstellen, dass es dann wirklich nur mit dem Antrieb und so weiter funktioniert. Also mit dem, was wir hier sehen. Wir löschen dieses Design mal, genauso wie das. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Auch die A1-Klasse brauchen wir nicht mehr. Okay. Ah, jetzt können wir nochmal upgraden. Ja, verstehe. Jetzt werden sie upgegradet. Naja, gut, okay. So funktioniert das also. Wunderbar. Wir haben hier einen Forscher der Bren in unserem Gebiet. Das sollten wir jetzt vielleicht mal machen. Die Bren haben ihre Grenzen ja auch geschlossen. Das werden wir jetzt auch tun. So. Damit ist die Grenze
für sie auch dicht. Kann ja nicht sein, dass sie jetzt hier mit dem Forschungsschiff bei uns reinfliegen und dann ganz genau sehen, wo unsere Flotten hier stationiert sind und welche Stationen stark sind. Das wollen wir auch nicht. Ich glaube, die wissen, ja, woher sollen sie es auch wissen, dass unsere Expeditionsflotte sich so weit entfernt befindet. Ich glaube, hätten sie das gewusst, hätten sie direkt losgeschlagen. Aschimax-System wurde erkundet. Boah, hier gibt es ein paar Mineralien. Nicht uninteressant. Wir fliegen jetzt mal weiter hier in das Kolodor-System. Und ich stelle gerade mit Erschrecken fest, dass die Sindhi ziemlich schnell ihr Gebiet erweitern. Das gefällt mir ganz und gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen hier mal schnell machen. Unser Konstruktionsschiff ist immer noch auf dem Weg. Aber uns fehlt es immer noch an 200... 166 Einfluss fehlen uns noch. Ja, okay. Können wir... Was ist das? Achso, eine neue Tradition. Ja, sehr schön. Wir haben ja in den letzten Folgen immer Ausbreitungen noch weiter gemacht. Und zwar, was hat uns das gebracht? Einflusskosten Sternbasen um 10% reduziert und Reichsausbreitung von Systemen und Kolonien um 25% reduziert. Das hat uns hier wieder richtig schön ins Plus geholt. Wir können noch den Unterhalt von Sternbasen um 20% reduzieren. Das würde sich im Bereich Energiecredits, Nahrung nicht ganz so. Das sind nur Schiffe. Ja, das würde sich auf jeden Fall im Bereich der Energiecredits rentieren, aber ist jetzt nicht weltentscheidend. Was haben wir denn hier noch bei Diplomatie? Und On-Koordination ist für uns noch nicht wichtig, da unsere Föderation noch nichts mit Militär am Hut hat, oder? Es kommt erst hier, ne? Austauschoffiziere, offene Armee, offene Arme. Ja, 0 von 0 Flotten. Ich glaube, das kommt erst, wenn wir mit der Kohäsion irgendwie schön im Plus sind. Ja. Ja, das müssen wir mal noch irgendwie abwarten. Da rentiert es sich einfach noch nicht, diesen Punkt hier einzusetzen, meines Erachtens nach. Insiderhandel. Die Marktgebühr wird nochmal um 10% reduziert. Das heißt, dass wir hier nur 10% Marktsteuer bezahlen, wenn ich das richtig verstehe. Das ist natürlich auch interessant. Ja, wir machen mal den Insiderhandel. Der wird uns, glaube ich, auf kurz oder lang noch deutlich helfen. Besonders wenn wir dann hier, wie wir es letztes Mal schon gemacht haben, Legierungen kaufen. Das wird das Ganze für uns mal etwas günstiger machen. Ja, genau. Jetzt haben wir nur noch 10% Marktsteuer. Das wird sich läppern, wenn wir größere Summen kaufen. So, momentan sitzt der Tag der Senat noch. Der Galaktische Rat, und da sind sehr, sehr viele Leute dagegen, Leute. Das überrascht mich wirklich. Wir haben bei den Sindhi und bei den Gua'uld jeweils einen Gefallen offen, aber der nützt uns hier natürlich nichts. Richtig was bringen würde es uns, wenn wir zum Beispiel noch das Benzit-Kollektiv irgendwie auf unsere Seite holen könnten. Können wir hier irgendwas machen?
Nicht wirklich, ne? Nee. Dazu sind wir zu sehr mit anderen beschäftigt als mit ihnen. Schade. Guck ich gerade mal, können wir hier... ach so, ja genau. Da müssten wir jetzt einen Gesandten abstellen, ne? Der hier das Spionagenetzwerk aufbaut. Aber das machen wir nicht. Also es wäre vielleicht schön zu sehen, wo bei den Bren sonst noch sowas los ist. Aber wenn wir da einen Gesandten für abstellen müssen, ist das eher unattraktiv zum jetzigen Zeitpunkt. Ship upgrades applied. Okay, und jetzt sind unsere Schiffe aber hier wirklich vollumfänglich aufgerüstet worden. Und ja, man sieht es hier schon. Die Flotte hatte circa vorher eine 1000er Stärke. Jetzt sind wir auf über 1100. Das hat sich geläppert. Okay, sehr schön. Was haben wir hier? Die Pleiadan und die Free Jaffa Nation haben einen Nicht-Angriffspakt geschlossen. Die Pleiadan waren wer? Hier. Ja, okay. Ja, hier die Zar-Klasse Zerstörer und die Kasakov 1B-Klassen. Wenn die wieder da sind, müssen die erstmal vollumfänglich modernisiert werden. Ja. Brauchen aber halt auch noch eine ganze Zeit, bis sie da sind. Wie sieht es mit Technologien aus? Können wir da in nächster Zeit was erwarten? Das Klonen wird bald erforscht sein. Wachstumsgeschwindigkeit Bewohner plus 10%. Das wird auf jeden Fall eine schöne Sache werden. So, und ich sehe gerade, Einfluss ist jetzt bei fast 350. Wie sieht es jetzt aus hier? ...122 fehlen uns noch. Okay. Die Jaffa Nation und die Sindhi haben jetzt ihre Rivalität beendet. Sehr schön. Und was haben wir hier? Oh Leute, jetzt geht's aber los hier. Sindhi und die Jaffa Nation haben jetzt ein Nicht-Angriffsversprechen. Und unser Handelsabkommen mit den Sindhi läuft bald ab. Wir gaben ihnen 3 Mineralien. Ich glaube, um unsere diplomatischen Bemühungen aufrechtzuerhalten, sollten wir da nochmal was machen. Wir warten jetzt mal den Februar hier ab, bis wir wieder originale Einkommen haben. Aktuelle Einkommen. So. Was könnten Sie... Vielleicht geben Sie uns Konsumgüter. Nein, haben Sie selbst nicht übrig. Dann, wie wär's mit einem Gefallen? Und wir geben euch Mineralien für den Gefallen. 10 Mineralien für einen Gefallen. Okay. Zwei Gefallen für dunkle Materie, monatlich einen. Ja. Brauchen wir momentan sowieso noch nicht. Die seltene Kristalle haben wir selbst nicht. Ich versuche mal ein paar Gefallen jetzt hier rauszukitzeln. Vielleicht können wir sie wie damals die Guault dazu bewegen, der Föderation dann beizutreten. Legierungen möchte ich ungern. Nahrung. Energiecredits vielleicht. Ja, haben wir schon 3 Gefallen. Jetzt nochmal mit Nahrung. Haben wir schon 4 Gefallen. Naja, seltene Kristalle, wie viel haben wir denn davon? Plus 5. Sagen wir mal einen. Da haben wir schon 5 Gefallen. Natürlich Wahnsinn, was wir ihnen jetzt hier geben. Aber die Gefallen werden uns bestimmt nochmal irgendwie helfen. Wollt ihr vielleicht noch Informationen von uns? Zum Beispiel eine aktive Sensorverbindung? Nein, interessiert euch gar nicht. So Kommunikation auch nicht. Okay. Was ist, wenn wir euch noch einen Gefallen geben? Seid ihr nicht abgeneigt?
Okay, ein unglaublich teurer Handel für uns, aber vielleicht bringt uns das ein ganzes Stück näher zur Föderation. Manchmal muss man halt auch echt in den sauren Apfel beißen und Sachen machen, die man vielleicht einfach gar nicht will. Die Frejuffa Nation und die Playa Dan Konföderation haben ihren Waffenstillstand gebrochen. Wurde der nicht gerade eben erst geschlossen? Und die Sindhi nehmen das Angebot an. Sehr schön. Jetzt haben wir 10 gefallen. Ich glaube sogar noch ein paar mehr. Wir haben übrigens auch schon wieder über 400 Meinungen. Leute, das darf nicht wahr sein. Schaut euch das mal an, wie knapp das ist. Minus 9 nur noch. Okay, jetzt möchte ich es wissen. Wir warten diesen Monat mal ab und schauen mal, was dabei rumkommt, wenn wir jetzt hier unsere aktualisierten Werte uns anschauen. Und ich muss sagen, es geht. Es geht. Wisst ihr was? Wir brauchen die doch eh noch nicht. Wir geben ihnen nochmal seltene Kristalle. Ich glaube, 2 gefallen sollten dann echt noch sollten dann echt ausreichen. Und dann könnten sie dazu bewegen, hier bei uns zu uns zu kommen. Ja, das ist schon mal sehr gut. Und dann geben wir ihnen nochmal etwas, einige Energie-Credits. So, kriegen wir nochmal 2 gefallen, wenn der wenn das Angebot durchgeht. Ich weiß, das ist unglaublich teuer und der ein oder andere von euch wird vielleicht irgendwie mit dem Kopf schütteln, weil er einen besseren Weg gewusst hätte. Ich weiß tatsächlich einfach keinen anderen Weg, außer dass man so die Beziehungen verbessert oder dass man vielleicht gemeinsam Kriege führt. Aber schon allein das mit dem Kriege führen fällt bei uns halt aus, weil wir friedliebend sind. So ist das Rollenspiel, so ist die Föderation. Wir sind hier ein, ja, Leuchtturm der Freiheit, so nennt es das Spiel sogar. Und daher können wir das einfach nicht leisten. Und jetzt schauen wir mal, wenn uns das jetzt noch gelingt, dann haben wir einen unglaublich großen Schritt gemacht. Es wird uns hier schon angezeigt, Leute, dass das klappt. Tatsache. Ja, Leute. Schauen wir mal, wie die Goa'uld das sehen. Aber ich glaube, die Goa'uld vertragen sich auch ganz gut mit ihnen. Ja, wir stimmen natürlich mit Ja. Wir warten jetzt mal noch das Ergebnis der Goa'uld ab. Die Goa'uld stimmen auch mit Ja, Leute. Das ist ja fantastisch. Jetzt müssen die Sindhi nur noch Ja sagen. We are being hailed. Was haben wir hier? Einladung zum Migrationsabkommen von den Sindhi. Ja, Leute, da stimmen wir zu. Und was haben wir hier? Ein System wurde erkundet. Hier unten Uskomia. Ja, relativ unspektakulär das Ganze. Fliegen wir weiter nach. Oh, hier ist schon fast alles abgegrast. Hier können wir nicht hin. Fliegen wir hier nach Uralion. Leute, es ist getan. Die Sindhi sind der Föderation beigetreten. Das ist ja wirklich phänomenal. Sehr, 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 sehr schön. Das freut mich ungemein. Jetzt haben wir natürlich nur das Problem, dass unsere Kohäsion hier unglaublich gewachsen ist und wir haben jetzt ein Minus von 0,05. Wir müssen jetzt diese Föderation am Laufen halten, und möglicherweise einen weiteren Gesandten hier reinschicken. Lesen wir mal, was hier passiert. Ja, der Standardtext, dass wir uns bei allem bereitstehen, Föderationsstufe 1. Ja, okay, alles gut. Dann sollten wir jetzt tatsächlich mal schauen.
dass wir ja, okay. Dann sollten wir jetzt schauen, dass wir irgendwie einen Gesandten noch dazu bekommen, der sich darum kümmert. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Ich habe schon wieder um einige Minuten überzogen. Aber ich denke, das war es wert. Unsere Föderation ist gewachsen, Leute. Was für ein unglaublicher Erfolg. Besonders die stärkste Partei in der gesamten Galaxie. Wenn wir uns das jetzt mal hier angucken. Wir sehen das ja hier. Die drei stärksten Parteien, wir sind jetzt zwar auf Platz 3 gerutscht, aber das spielt jetzt keine Rolle. Die drei stärksten Parteien der Galaxie haben eine große Gemeinschaft gebildet. Was für ein Erfolg, Leute. Und das ohne nur einen einzigen Schuss abgefeuert zu haben. Das ist wirklich genial. Ich freue mich da unglaublich drüber. Ich würde mal behaupten, dass die Breen, wenn sie denn immer noch uns angreifen wollen, sollen sie kommen. Sollen sie kommen. Ich glaube, wir stehen vereint und ihnen wird, dieser Zahn wird ihnen vermutlich gezogen werden. Wunderbar, Leute. Okay, das war wirklich ein schönes Ereignis zum Ende dieser Folge. Und auch zum Ende dieses 7-Tage-Zyklus. Das war die letzte Folge Stellaris. Okay, in 7 Tagen geht es dann weiter mit Stellaris. Beziehungsweise, dann halt in 8. Und stattdessen geht es dann weiter mit U-Boat. Und das kann ich jetzt schon mal erwähnen, am Freitag zum Release-Tag von Resident Evil Village wird das Let's Play zu Resident Evil Village auch auf meinem Kanal stattfinden. Das heißt, Freitag wird es hier die erste Folge geben. Okay, Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Oder in den nächsten 7 Tagen oder 8 Tagen zu Stellaris. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.